Welcome back, my friends, to the show that never ends. Und ganz genau, willkommen zurück. Wie versprochen, sind wir quasi wieder hier unten angekommen. Haben unsere. Warte. Die Streitaxt auf Stufe 3 gebracht. Und unseren Elfenbeinspeer auf Stufe 3. Und ich muss sagen, die rocken jetzt schon so ziemlich die Scheiße fett. Und es geht alles ziemlich schnell. Ziemlich schnell. Und wir gehen jetzt genau da lang, wo man sie aufstufen sollte. Das ist nämlich der Vorteil. Ja, ich wollte erst noch ein Tutorial draus machen, aber dann habe ich mir gedacht. Kannst du immer noch machen. Ich will nicht zu viel in diese Geheimnisse verraten. Ja, genau, indem man genau hier einfach mal lang geht, weil hier sind nämlich ganz viele Gegner, die, da ich jetzt mal demonstrieren darf, nichts aushalten. Zack, puff. Ja. Ne? Und das ist egal, was für ein Gegner es ist. Hauptsache, sie sterben. Ja, das ist. Rack, zack, 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 mal deine Waffe ein bisschen. Rack. Und dann möchte ich mal kurz zeigen, wie so eine Axt abgehen kann. Okay, den Hund muss ich gleich nochmal umstellen. Denk. Schmeiß mal die einfach mal im Kreis. Und Shepard. Ja, erstens Shepard. Wäre dieser Gegner nicht so schwach, dann hätten wir die Axt dreimal in diese Summe abgezogen. Ganz genau. Das wollte ich auch noch hinzufügen. Diese Axt nimmt öfters Schaden, da sie halt im Kreis um ihn fliegt. Klingt komisch. Ist aber so. Ja, bei uns fliegen auch ab und zu Sachen im Kreis, meistens nur im Kopf rum. Ja, das ist halt bei uns halt öfters typisch. So, und wir gehen jetzt Jack, zurück. Jack, wir müssen zu Feuerauge. Ja, Jack, wir müssen jetzt zu Feuerauge. Da bin ich vorhin aus Versehen hier hineingestiefelt, weil ich halt die Gegner respawnen wollte. Aber dann kam halt ein kurzer Dialog mit Jack. Wir müssen zurück zu Feuerauge. Und da sind wir dann auch schon. Dann gehen wir mal. Ich habe übrigens nicht geantwortet. Nee. Tust du selten. Da sind wir dann auch schon. Ne, und gehen zu Feuerauge. Na du? Oh, ich bin ja wieder so ein Bongo trommeln. Hi, Kai! Sieht geschafft aus! Woher weißt du das? Ich habe dicke Horngläser! Schlauer Bär hat dich auf dem Rücken eines großen Vogels fliegen sehen. Nun, dieser Vogel nennt sich Flugzeug. Mein Freund Dr. Geinstein hat es gebaut. Kennst du noch andere Menschen in dieser Welt? Und ob? Zwei von ihnen sind aus Groß-Ostheim. Hector und Gun. Kann nichts, das ist nicht Deutsch. Manchmal ist das so. Mhm. Das ist ein Ding, ich kenne die beiden. Die waren Teil eines Experiments. Der Einzige, der verschwunden ist. Großvater. God save him. Wahrscheinlich ist er in dieser seltsamen Raumstation. Dr. Geinstein wird mir helfen, mich und Jack dorthin zu bringen. Vielleicht ist er der. Ist das der einzige Weg, um nach Großostland zurückzukommen? Ja, denk mal drüber nach. Zunächst muss ich die Gegenstände finden, die Geinstein braucht, um mich ins All zu schicken. Beide Gegenstände sind Teil einer Maschine, die im Vulkanzentrum tätig war. Vibrator und ein Eisschrank. Mhm, aber genau in der Reihenfolge. Beim Vulkanausbruch sind eine Menge Zeug in die Gräberstäbe gelandet. Schau dich dort einmal um! Danke für den Hinweis. Ja, und diesen Danke für den Nachwuchs. Übrigens, bei diesem Experiment war da noch jemand außer dir, Hector. War da noch jemand außer dir, Hector? Gunila. Was ist das für ein asozialer Name? Gunila. Oh Gott. Und deinem Großvater anwesend? Irgendjemand verursacht hier große Probleme. Und dieser jemand hat anscheinend etwas mit dem Experiment zu tun. Eine interessante Theorie. Aber da war ansonsten keiner, außer dem Butler. Der Mörder war wieder der Butler. Und der schlägt erbarmungslos zu. Lutscht die Getränke aus Gläsern, als wär's aus dem Reuter einer Kuh. Aber der war nur ein Roboter, der zum Reinigen des Labors programmiert war. Nun, in der Raumstation werden wir der Sache wohl auf die Spur kommen. Schnick, schnack, viel Glück! Lass mich wissen, wenn du einen Weg zurückgefunden hast.
then. Ne, warum bin ich ja nicht hungrig, so eine Schlange? Ja, wollen wir kurz pennen oder wollen wir drauf ahnen? Obwohl, wir können ja mal gucken, ob wir uns so wieder mit ein paar Zutaten eindecken können. Ja, bei dem Penner, der links in der Ecke steht. Und in der Käfersteppe gibt's auch in der Höhle. Alter, erstmal wieder voll ein paar Krallen gemacht, indem wir uns aufgestuft haben. Die erreichen für die billigen Zutaten, die man hier kriegt. Ja. Crystal, crystal clear. Crystal clear. Monster Magnet. Brauchen wir Asche? Und Kaffee. Wachs? Brauchen wir Wachs? Asche im Kaffee? Mensch, da heißen die von Selig, das war ein Spaß. Achso. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen. Was brauchen wir denn dringend? Federn. Federn, Essig brauchen wir richtig dringend wegen der Bienenattacke. Ja. Und wir kriegen ja jetzt nicht. Because there's nothing to lose. Uns mal quasi ein bisschen um was zum Ohren hauen. Die habe ich ja gerade noch über die 10 Krallen für dich. Ja, ist knapp, aber. Ja. Man muss halt gucken, wo man bleibt in dieser prähistorischen Welt, genau. Muss man sich schon mal die Krallen stutzen? Damit man schon mal so. Schlafen kann. Ja. Hast du gut geschlafen? Wie soll ich schreien? Gute Idee. Gerne, Peter Steiner. Ja. Ja, sagen Sie mal, sind wir hier im Theaterstadt? Yes, maybe. So then. Auf Wiedersehen. Benutzt du meinen Stopper ja jetzt als Streitaxt? Ja. Stirb! Ich sagte, stirb, verdammt nochmal! Deuter Borko. So. Ey. Scheißhecke. So. Hey. Ho. Let's go. Könnt ihr bewusst ignorieren. Auf jeden Fall könnt ihr dann, wie gesagt, hier schön dran vorbeirennen, weil es interessiert niemanden. Es interessiert niemanden, diese Gegner. Weil wir haben das bis jetzt alles schon aufgestuft. Das könnt ihr meinetwegen auch alles so machen oder so machen. Das ist mir relativ schnurzpiep egal. Hauptsache, ich schaffe das irgendwann, um dann irgendwann hier weiterzukommen. Genau hier. Mit dieser Stelle. Einer meiner absoluten Lieblingslevels, in dem Kai jetzt bestimmt ganz locker die gute einbrechende. So, gehen wir nochmal zu ihm hier. Mal sehen, was er noch für feine Zutätchen hat. Er hat auch nur dieselben. Ne, brauche ich nicht. So, weiter geht's. Aber trotzdem muss ich hier lang. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich hier quasi so dran lang düse, aber whatever. Ja, wir wollen jetzt was zu hacken und das ist aber dann so bestimmt nächstes Mal. Ja, aber was wir zu hacken werden, verraten wir euch nicht, sondern das werdet ihr dann gleich selber sehen. Falls ihr es kennt oder nicht, ist uns mumpelt, ja. Von daher, überraschen. Spiel, ja. Wenn man quasi auf die größten Wutfaktoren miteinander verbindet. Ach! I'm all out of love, I'm so lost without you. I
don't feel right. Believe me, it's so hot. So. So verdrehen, dann kannst du sagen: In meinen Augen spiegeln sich Dinge umgekehrt. Penner! Nein! Burning Bridges! Ach komm schon! Wie pervers soll ich denn noch langlaufen? Ach komm schon! Tell me why. Nein! Rage! St. Anger roundet nicht nur mein Neck, sondern roundet auch gleich meine Faust gegen diesen verkackten Bildschirm. Level Version 2.0 von diesem Level komplett drauf lassen, ohne zu schneiden. Ja, ich finde dich aber gleich mal schneiden. Cause it's all gonna. Ey, warum? Ist die Brücke auf ein Wurstbrot gestützt oder was, Alter? Ja, genau wegen dieser Fähigkeit nennt man mich in Fachkreisen auch Cutman. Besonders, weil wir uns sehr gut auch in den Finger schneiden können. Deswegen nennt man uns Cutman. Oh, dann ist das so, dass man über eine nicht rüberlaufen kann, wa? So. Nerv nicht. Nervst du auch nicht. Ja, Alter. Ja, ein Hagelsturm. Hagel zum Kopfnüsse. Sehen zwar anders aus, aber mir kackegal. So. We did it! Oh my god, we did it! Did it! Mann, hau ab, Mann! Fällt mir die gute Szene von Bern ein. Wie siehst du überhaupt aus, Mann? Hauen sie ab, Mann! Wo sie mit dem Motorradfahrer da angehalten werden im zweiten Teil. Herr Kriminalrat! Der da! Ich hab mich voll gebrochen! Wie sehen sie überhaupt aus, Mann? Hauen sie ab, Mann! Ich liebe diese Stelle. Ist dir denn vollkommen egal? Manchmal ist er mir vollkommen egal. So Jack. Mach hier auf.
Der hat ja mal richtig gesessen. Komm mal rauf hier. Sei nochmal hinterher. Ich ist die Power of the Axe. Power of Love. Mal gegenkloppen, ey. Der hat richtig gesessen. Nee, das stimmt allerdings. Ah, danke schön, die ist noch ruhig. Liebe Zuschauer, vielleicht bemerkt ihr gerade, dass ich zum ersten Mal angemacht habe. Boah, benutzt Leitz den Speer. Ja, das könnt ihr euch übrigens sehr gut merken. Diese Axt rockt die Scheiße nicht fest, weil sie nicht funktioniert. Der Gegner ist, ne? Oh, zack und schön das Herz doch gleich. Ja. 4000 Krallen. Tja, Keule. Hast du zum zweiten Mal ein bisschen schwer getan. Haben wir dir quasi gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich musste echt gerade über nachdenken, so. Was sag ich jetzt? Ach ja. I beat him down with this axe. Oh, ich dachte schon. Not again. Is it too much to say? Never again. Oh, und merkt es euch wirklich, wenn ihr mal einen Wagenrad sucht. Dann müsst ihr bloß in eine prähistorische Steppe. In den Sumpf. Einen riesigen Vulgor. Oder wie ist er? Wie ist Vulgor, ne? Ja, einen riesigen Vulgor töten. Und dann kriegt ihr seinen Warengard. Nein, ihn müsst nicht beim Reifen nachfragen. Ha, das ist so einfach.